Die HLW Perg öffnete an diesem sonnigen Tag die Schultüren für all jene, die überlegen, diese Schule ab Herbst zu besuchen. Und das sind die Schwerpunkte der vielfältigen Schule. Wir bieten in der fünfjährigen Gesundheit und Sozialmanagement an und in der Fachschule Gesundheit und Soziales. Das Besondere ist in unsere intime Atmosphäre. Wir sind eine relativ kleine Schule. Wir haben ein Team, ein sogenanntes JANA-Team, You are not alone. Das betreut eine Kollegin und mit Schülern, die dann die Probleme mit anderen Schülern versuchen zu lösen und betreuen. Wir haben dann außerdem noch sehr viele unverbindliche Übungen. Bei uns können Sie Kaffeesommelier, Käsesommelier, Erste-Hilfe-Kurse machen. Es gibt Babyfit-Kurse, wo man dann Kinderbetreuung machen kann. Also es ist sehr ein Wohlfühlfaktor in unserer Schule. Mit der neuesten Technik wird Lernen leichter. Also unsere Schule ist top ausgestattet. Wir haben zum Beispiel 4 EDV-Säle mit neuester Hard- und Software. Und jeder Saal hat außerdem ein Smartboard, mit dem der Unterricht eigentlich sehr anschaulich und interaktiv gestaltet wird. Jeder Schüler bekommt außerdem einen Office 365-Account, mit dem kann er dann jederzeit und überall die Microsoft-Programme nutzen und auch die Cloud-Dienste. Gestalten von Webseiten, Grafik und Design und vieles mehr wird hier den Schülerinnen und Schülern für das spätere Leben beigebracht. Sowie Allgemeinwissen, fundierter Sprachunterricht, Gastronomie und Hotellerie, Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement und Wirtschaftskompetenz. Der kaufmännische Unterricht bietet viel fürs eigene Leben. Also man lernt zum Beispiel, was ist ein Konto, wie wird eine Überweisung durchgeführt, wie wird ein Kaufvertrag abgeschlossen. In der dritten Klasse haben sie dann auch die Möglichkeit, das zuvor erworbene theoretische Wissen praktisch auszuprobieren im Rahmen des Gegenstands Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement. Nicht nur Sitzen und Lernen, Praxis hat einen hohen Stellenwert in der HLW Perg. Nach der Reife- und Diplomprüfung ist ein direkter Berufseinstieg oder eine weiterführende Ausbildung an Universitäten und Fachhochschulen möglich. Da sind weitere Fremdsprachen von Vorteil. Neben Englisch wählen die Schüler eine zweite lebende Fremdsprache, entweder Französisch oder Spanisch. Ja, die Schüler sind mit großer Begeisterung dabei, sind total motiviert. Sie werden es auch nachher wieder sehen an unseren Aktivitäten, die wir auch in der ersten Klasse zum Beispiel vorbereitet haben. Also wirklich sehr motiviert, sehr begeistert. Und sie zeigen auch gute Leistungen, was wir auch immer wieder sehen bei unseren Fremdsprachenwettbewerben, wo unsere Schülerinnen sehr gut abschneiden. Um die erlernten Sprachen zu intensivieren, wird den Schülern die Möglichkeit zu einem Auslandspraktikum geboten. Es ist ein dreimonatiges Pflichtpraktikum und da haben unsere Schüler eben die Möglichkeit, die tolle Möglichkeit, das auch im Ausland zu absolvieren. Und das ist in den letzten Jahren sehr gut und sehr erfolgreich eben angenommen worden. Heuer weiß ich, dass fast jeder zweite Schüler dieses Praktikum bereits im Ausland absolviert. Das ist von der EU gefördert und kommt wirklich ganz gut an. Dekorieren, gravieren, musizieren, experimentieren und vieles mehr. Das breit gefächerte Angebot und die Vielfalt machen den Erfolg dieser Schule aus. You watch me bleed until I
Bibliothek der Schule ein Rückzugsort für Leseratten und Wissbegierige. Ein Ziel unserer Bibliothek ist es, Schüler und Schülerinnen zum Lesen zu motivieren. Deshalb möchten wir Schüler und Schülerinnen Folgendes mitgeben. Lesen bildet, macht Spaß, ist manchmal anstrengend, kann sehr spannend sein, führt manchmal zu Tränen und ist nicht nur für die Schule, sondern auch für das Leben absolut notwendig. Die 5-jährige Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe und die 3-jährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe PERG – Ausbildungswege, die Schüler weiterempfehlen können. Also nach der Hauptschule habe ich noch nicht recht gewusst, was ich einmal machen möchte. Und ich wollte auf jeden Fall was im Gesundheit- und Sozialbereich machen. Und auch von Sprachen und von Buchhaltung war ich nicht abgeneigt und deswegen war die HLW die beste Wahl für mich. Ich habe mich für die HLW PERG entschieden, weil sie bietet einfach die perfekte Mischung aus theoretischem und praktischem Unterricht. Und ja, das wird durch Kochen ein bisschen aufgelockert und das taugt mir auch recht. Ja, der Gesundheitsbereich, Biologie hinein, das interessiert mich schon sehr. Ja, mir taugt das halt einfach, da kann ich mich entfalten und ja, das ist meins.